Hey ho Leute, der Jörg zockt wieder hier. Ich habe zwar hier letztes Mal gesagt, hier ich werde diese Szene überspringen, da dachte ich mir allerdings, ne, ich lasse euch mal teilhaben an meinem Raid. Wie ihr vielleicht sehen könnt, habe ich jetzt mal ein anderes Schild ausgerüstet, weil ich muss ehrlich gesagt gestehen, ich habe hier mal ein bisschen gegoogelt. Und zwar mittels diesen Drachenschilden kann man auch Schildbashs machen und das werde ich jetzt mal an dem hier ausprobieren. Ich hatte ja davor dieses Turmschild, da ging es natürlich nicht. Ebenso habe ich jetzt wieder hier mein Schwert genommen, weil es doch mal ein Tickel schneller zuschlägt wie diese Großaxt. Klar, die Großaxt macht zwar ein bisschen mehr Schaden, aber da habe ich gedacht, nee, das ist mir dann dennoch viel zu langsam, da verzichte ich lieber ein bisschen auf Schaden. So, deswegen probiere ich jetzt einfach hier mal mein Glück. Okay. Gut, staggern lässt sich der schon mal nicht. Schade. Ja. Gut, das ist ein bisschen doof. Aber wie ihr es hier vielleicht sehen könnt, bam, eigentlich geht das. Aua, oh, Mann. Tja, da ist dieser dicke Brocken ja wieder, wo ich ja eh meine Probleme habe. Ha. Gut, also mit dem Schilddash scheint es so besser auf jeden Fall schon mal funktionieren. Oh, zu funktionieren wie ohne. Nein. Klappt aber wie gesagt auch nicht immer. Ich denke mal, da muss ich einfach nur hier mal das richtige Timing noch rauskriegen. Gut, der ist auf jeden Fall schon mal hin. Ja, und hier ist jetzt immer noch dieser dämliche Geist. Gut, das scheint nicht viel zu bringen. Oh, Livestream. Nice. Tja. Also mit dem Geist ist jetzt echt eine so gute Frage, was man da am besten machen kann. Oder mit der Hexe da. Keine Ahnung. Na? Mm-hmm.
Jetzt werde ich ja wohl nicht schon in diesem sterben. Oh, puh. So. Gut. So. Gut, sind wir jetzt gleich wieder da. Oh. Also ich werde dann jetzt einfach hier bei den komischen Geistern vorbeirennen, weil das mir definitiv zu doof. Vorausgesetzt, das gelingt mir. Ah, toll. Jetzt ist mein hier Gebetsding hier schon wieder weg. Jo. Au. Alter. Och nein. Och. Guckt euch den minimalen auf Lebensweisen an. Boah. Mann, 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 Mann. Also die Gegner hier sind teils echt knackiger wie die Bosse. Die meisten zumindest. So. Sind wir wieder hier. Oh Mann. Ach, okay. Oder so. Gut. So, da ist hier mein Lieblingsgeist wieder, aber ich habe hier gerade gesehen, dass ich nur hier irgendwas öffnen kann. Schaue ich doch gerade mal hier. Ach so, ja genau, das war hier nur dieses Teil. Habe ich wohl schon letztes Mal hier aufgemacht. Ja. Was haben wir hier? Ein Hebel. Oh Mann. War ich blind? Oder bin ich blind? Ein Shortcut. Na Gott sei Dank. Gut. Dann hole ich jetzt mal glatt hier mal noch die Leiche wieder. Oder auch nicht. Bin ich denn jetzt hier? Ach, jetzt bin ich hier. Ah. Genau, wo es ja vorher dran stand hier, dass hier das von der anderen Seite blockiert ist. Praktisch. Gut. So. Mein Lieblingsgegner. Nein. Oh nein. Mein anderer Lieblingsgegner. Mann, ich bin hier echt zu langsam. Hallo?
So, halt. Gut, sicherheitshalber trinke ich jetzt mal lieber was. Ich könnte natürlich auch jedes Mal so kaputt machen. Oh Mann. Nein. Sorry. Oh Mann. Aber ich habe jetzt immerhin ja den Shortcut offen. Oh. Nee. Aber vom Feeling her genau identisch mit hier Dark Souls 2, wo man auch jedes Mal sich aufregt. Bogenschütze noch. Gut, jetzt müsste ja hier der Shortcut offen sein. Ja. Wunderbar. Gut, hier erstmal der kleine Schildtyp. Ja. Na, komm her. Komm. Ich bin jetzt hier gerade irgendwie an dem komischen, an der Fackel hier hängen geblieben. Aua. Erstmal kurz verjagt. Ha, 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 ha. Oh. Meine Highspeed-Rolle. Ah, das war genau diese Fähigkeit, die mich vorher zerschlittert hat. Ach man. Ach gut, beide gleichzeitig Schildbash. Eieiei. Na, ich würde ganz gern den hier ins Tage nehmen. Ja. Oh. Oh, nein. Oh, shit. Alter Schwede. So, wer da jetzt hier nicht einen epischen Blut. Wow, Doppelhornschild. Genau, Turmschild. Das ist genau dieses Schild, mit dem ich keinen Schildbash machen kann. So. Boah, nice. Und sogar noch drei Heilpots.
So, gut. Dann bin ich ja jetzt definitiv. Ach, guck mal an. Oh nein. Das ist jetzt ein Witz. Meine ich das nur oder bin ich jetzt einfach nur im Kreis gelaufen? Au! Das gibt's ja jetzt nicht. Sind das hier einfach nur zwei Shortcuts oder was? Scheint ja dann wohl so. Ja, genau, hier bin ich vorher hochgelaufen. Aber das Gitter war doch noch nicht offen, oder? So, krieg ich den jetzt auch noch mal. So, super. Gut, also jetzt in dem Fall habe ich jetzt keine Ahnung mal wieder, wohin ich gehen muss. Das da oben scheint ja falsch zu sein. Hier komme ich auch nirgends hin. Hier kann ich auch nichts machen. Also ich meine, das kann es jetzt nicht sein, irgendwie, dass ich jetzt hier einfach nur zwei Shortcuts offen habe. Oder doch? Ja, hier war ja nur die Truhe. Oh Mann, ja, sorry Leute, aber ich habe überhaupt keine Ahnung, wo ich jetzt hier laufen muss. Ich weiß das also nicht dauernd, aber irgendwie. Weiß ich auch nicht. Ich sehe hier die ganze Zeit nur, dass hier alles abgeschrankt ist. Boah, nee. Tja, zwei Shortcuts offen. Super. So. Ah, ein Wiedersehen. Gut, ich habe noch ein paar kleine Runen. So, die werde ich jetzt nämlich hier mal in mein Schwert reinballern. Ja, einfach hier mal Feuerschadensbonus passt. Also ein bisschen ärgerlich ist das ja jetzt schon so.
Hä? Ich meine, hier unten war ja auch nichts. Außer, dass man hier den... den Hebel da aufkriegte.